Ergebnisse der Konjunkturumfrage der Industriellen Vereinigung zeigen, dass der europäische Konjunkturaufschwung endlich auch in voller Stärke in Österreich angekommen ist. Die österreichische Industrie befindet sich nunmehr in der Hochkonjunktur. Wir sprechen von einem echten industriegetragenen Konjunkturaufschwung. Das führt natürlich dazu, dass die Einstellungsneigung der Unternehmen sehr hoch ist. Die Unternehmen könnten sogar noch rascher wachsen, wenn es denn nur Fachkräfte im ausreichenden Maße gäbe. Wie lange kann ein solcher Konjunkturaufschwung anhalten? Das größte Risiko ergibt sich weniger aus binnenwirtschaftlichen Faktoren, sondern einerseits aus externen geopolitischen Faktoren und andererseits könnte ab der zweiten Jahreshälfte möglicherweise auch das internationale Konjunkturklima sich etwas rauer gestalten. Umso mehr ist die österreichische Bundesregierung jetzt aufgefordert, rasch die nötigen Rahmenbedingungen zu setzen, dass wir mit einer Prolongation dieses Aufschwungs weit in das Jahr 2019 hinein rechnen können.